super Schuss. Und da ist das 1:2. Überragender Abschluss von Marie Müller. Marie Müller, SC Freiburg, Mittelfeldspielerin. Ich weiß noch, wir saßen im Bus und dann haben wir überlegt, ob Thomas Müller einen Spitznamen hat. Und dann meinte irgendjemand, glaub Mull, weil wir haben einen Spitznamen für mich gesucht. Okay, ab heute bin ich dann die Mull und jetzt werde ich halt immer so genannt. Freiburg ist sehr familiär, alle sind super nett, man fühlt sich schnell wohl. Also wenn Spielerinnen von außerhalb kommen, die sagen als erstes irgendwie, dass wir sie gut aufnehmen und ich denke, das macht SC Freiburg auch aus. Dass ich vielfältig bin, ich kann vorne spielen, ich kann hinten spielen, da wo ich gerade gebraucht werde. Und schon wieder ist eine gefährliche Situation und schon wieder ist der Ball drin. Es ist unfassbar, gute Vorarbeit geleistet und dann reingeköpft von Marie Müller. Ich glaube, ich bin relativ humorvoll, versuche immer ein bisschen Lockerheit reinzubringen. So gut es geht, weiterentwickeln, Zeit im Kraftraum nutzen, athletischer werden, Muskeln noch aufbauen. Schnelligkeit, so Kleinigkeiten, die aber am Ende, denke ich, viel ausmachen. Natürlich viel Spielminuten sammeln und natürlich erfolgreich mit dem Team sein. Ich denke, die Frauenbundesliga, die wird auch immer attraktiver, der Sport wird immer schneller, es schalten immer mehr Leute ein. So die Frauen-EM war, glaube ich, auch so ein gutes Zeichen. Ich hoffe, dass wir das auf die Bundesliga jetzt auch übertragen können. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.